So, Freunde, ein wunderschönes Hallöchen, seid gegrüßt. Ja, da wir ja hier im Winterparadies sind, müssen wir jetzt mal gucken. Ich würde ganz gerne tatsächlich erstmal mich hier umgucken kurz. Nicht, dass hier irgendwelche Typen kommen, weil. Ja, cool, den haben wir. Na, Schnuffel. Bisschen gucken, nicht, dass wir hier wirklich irgendwie. Diese. Sind jetzt die großen Städte hier? Kommen Sie so. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Rein und machen die fertig. Ich weiß, dass sie gleich wieder in Massen hier sind. Okay, irgendwo ist noch einer. Ah, sind aber nicht die einzigen. Hier kommen jetzt wieder welche. Hinten sind welche. Wir dürfen da aber jetzt nicht hin. Ja, die haben wir getriggert, glaube ich. Sehen wir da eben da, wo uns zukam? Alter Schwede. Hier ist eine Bombe. Dann da oben sind sie auch. Da müssen wir vorsichtig sein. Machen wir mal zu. Ich habe mir fast gedacht, dass wir gleich aufscheuchen. So war es auch. Haben wir uns aber gut gestellt, muss ich sagen. Okay.
Nee, trink ja nicht. Kannst du nur kaufen. War schon wieder etwas kräftiger. Das waren, ich glaube, das sind die stärksten hier, weißt du? Bitte dann. Wieder laufen. Wieder ist er. Kommen wir jetzt auch nicht hoch? Das. Alles klar. Sind die durchgebrochen? Ah, siehst du, die sind schon. Das ist schon hier in der Nähe eine ganz andere Nummer halt, ne? Also. Meine Güte. Meine Güte, du. Jetzt müssen wir aufpassen, ne? Dass von hinten vorne nichts kommt halt, ne? Die sind hier schon etwas nass. Kommen wir jetzt nicht? Noch mal hier hinten gucken. Ine. Machen. Ach, guck mal, hier. Guck mal. Hier geht's rein. Was war? Verrückt nehmt ihr. Nur Tourist. Irgendwo hin. Kommen wir sonst nicht. Irgendwo. Da unser.
Ja, guck mal. Siehst du? Komm runter. Blöde Sau, wo ist er? Na, ich weg herum. Ist aber noch. Ah, interessant, ne? Oh oh. Oh oh. Das Biom hat's auch in sich, muss ich sagen. Das Biom hat's in sich, ey. Aber ich habe damit gerechnet auch, dass wir. Ach du Scheiße, guck mal da hinten, was da ist. Guck mal, die sind so oben. Was ist denn da? Siehst du die? Da, ja, oben. Oben. Die roten Punkte. Auf dem Radar, siehst du die? Ja, und ich sehe auch da am Verstarten. Müssen wir jetzt nach und nach müssen wir die decken. Ja, komm mal. Hier ist aber alles voll. Wir sind doch verschaut, ne? Wahnsinn. Alles voll, komplett. Die sind so schon stark hier, der Holzfäller. Und so. Die sind schon stark, aber wenn die dann im Wild sind, dann sind sie noch stärker. Ne?
Da muss ich nach und nach. Ja. Die mit den grünen Augen, das sind die Willen, weißt? Die sind ein bisschen stärker wieder als die normale Version davon. Genauso wie er hier. Hätte er auch grüne, wäre auch ein Willen da. Aber wir haben hier schon Wilde genug halt, ne? Hier wäre mal... schnell weit hinter. Hinten haben wir. Ja, aber guck mal, was hier noch liegt. Hier muss noch was, ey. Und so. Und Wilder? Nee, das sind normal. Oh, aber da ist wieder so eine Strahlen, ey. Lass mal weg. Oder kommt wieder. Geh weg. Bitte jetzt bekommen. Bunko ist noch immer. Rückt die Bühne ein! Genau. So, das war's. Also hier müssen wir jetzt gucken, wo wir rein müssen. Aber hast du das gesehen, was hier oben war? Stell dir mal vor, wir hätten das alles eben... Ankündigung. Was ist das? Jetzt die... Hier waren schon jetzt heftige. Ja, da kommt jetzt wieder einer. Woher? Ja, vergiss es. Euer Kotzer. Yeah!
Wir sind infiziert. War aber jetzt klar. Weil die Masse, die da. Ja, guck mal hier, kommt immer noch hinterher. Sind aber noch welche. Sind nicht alle. Alter Halunke. Okay. Ist jetzt irgendwo hier? Ne? Alter, ihr seid irre. Ihr seid irre. Einer ist noch. Einer ist noch. Kommt da.
Seht ihr, was hier abgeht, ja? Also, wir haben zwar geschafft, aber oh. Mit ziemlichen Beulen, muss ich sagen. Mit ziemlichen Beulen. So, wir müssen jetzt zwei nehmen. Na, reicht leider nicht. Damit wir die Infektion loswerden. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Halt. Meine Güte, du. Also. Hier ist ganz schön die Party. Ja, und die kommen jetzt auch alle hier. Seht ihr das? Wir müssen hier raus. Wir müssen unbedingt raus hier. Wir müssen unbedingt aus der Stadt raus, also das ist ja Wahnsinn. Ja, wirklich, der pure, pure Wahnsinn, ey. Das ist ja wirklich der pure Wahnsinn. Also nochmal möchte ich hier nicht hin. Ne? Ich weiß, dass wir hier höchstwahrscheinlich noch öfter sind. Ne? Nachher sowieso.
Alter Schwede, okay, wir haben zwischendurch einen Punkt gekriegt. Ist mir ja nicht aufgefallen. Ah, schon Wahnsinn, oder? Ja, da haben wir jetzt schon mal eine größere Stadt erreicht, ne? Aber dass das so in sich hat, hätte ich jetzt auch nie gedacht. Also das ist ja tatsächlich. Ich komme ja aus allen Ecken und Kanten, ne? Du hast da überhaupt gar keine Chance, mal zur Ruhe zu kommen. Wieder das gleiche, was ich rieche. Ich rieche da aber gerade. Gleiche. Ach Maus, Mann. Hör immer auf zu diskutieren. So, jetzt sind wir im Moment in einigermaßen vernünftigen Gefilden. Ja, also ich kann ja noch damit umgehen, dass die Bären außenrum sind halt, ne? Das alles hört mich. Oh, hier ist ein. Cool. Das ist ja geil. Ja, das stört mich ja alles herzlich wenig. Aber dass einer nach den anderen da auftauchen tut. Und dann gehst du rein im Haus und dann werden noch andere drumherum wieder getriggert. Aber das ist schon krass halt, ne? Ja, du weißt ja jetzt zum Schluss gar nicht mehr, welcher gehört jetzt dahin und welcher nicht, ne? Aber ich muss auch sagen, das macht so ein bisschen den Reiz aber auch aus. Aber es ist schon eine andere Welt da drinnen. Schon eine andere Welt. Da müssen wir aufpassen halt, ne?
Ja. Wir fahren jetzt den Weg hier lang und dann. Na, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Also ich hab ja mit alles gerechnet. Na, aber ja, jetzt weiß ich, warum man dich Stück für Stück in andere Gebiete auch lotsen tut. Ne? Ja, wir werden definitiv wirklich erst in den verbrannten Wald gehen. Ne? Da waren wir jetzt schon, da haben wir auch schon gequestet. Ne? Aber da wird uns als nächstes jetzt die Anlaufstelle sein, definitiv. Na, also. Dann kommt die Wüste noch, ne? Da gehen wir dann auch rein. Na, da weiß ich auch nicht, was mich da erwartet. Ja, Wölfe und Kojoten und sowas, ja, das weiß ich halt, dass es die da geben tut. Aber wir haben ordentlich eine auf der Mütze gekriegt, ne? Wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt den Ding jetzt runtergeheilt bekommen, ne? Läuft der runter? Na, also ich glaube, jetzt sollten wir tatsächlich mal so 2-3 Honig immer mit bei haben halt, ne? Wird jetzt doch schon ein bisschen Anspruch. Ja, du hättest jetzt hier bei sein müssen. Entspannter. Gerade beim Spannen rennst du immer weg. Immer wieder das gleiche. Ja. So. Wieder, ey, jetzt haben wir's. Nicht ganz sicher mit dem Corona Thema gehabt. Obwohl, er ist einer der. Ja. Ich hätte jetzt richtig verstanden, aber ich will mir da aber nicht. Mir nicht ohne. Wie ich gedacht habe. Nee, nicht gesagt.
wirklich geschrien, davon ist sogar nicht die Rede. Muss zuhören, was er sagt. Und? Ja, ganz normal, ne? Doc. Weiß ja nicht, habe ich aber nicht eingeladen, ne? Bist du schon, bist einfach hier reingekommen. Warte. Naja, da hat er ja immer recht. Ist er doch. Die plagen heutzutage, ne, so frech wie sie sind. Ein Schlag auf den Arsch hat uns nie geschadet. Bei mir sind zwar immer die Kellen kaputt gegangen, aber. Hat er gesagt? Äh?
Ja, wenn ich die gespurt habe, ne, paar hinter die Löffel, dann ist gut. Na, hat man sich geärgert, ne, aber wenn ich das bisschen drüber nachgedacht, ja. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Sammelwerkzeug, Knarre, 5 frei. Hört sich doch gut an. Unter die gehören Navi. Wo hast du das dir doch gemerkt? Na, wie die sich gegenseitig aufteilen, die auf die Parkbank gesessen haben, da mit dem Rudi, ne? Das war doch auch da. Kannst glauben, da 2-3 hätte ich mitgenommen, das kannst glauben. War so sauer, ja. Aber nachher haben sie, nachher ging es dann, ne? Sogar gedrückt hat er ihn mich, oder? Ah, dennoch muss sowas nicht sein, weißt du? Ich meine, das hätten sie vorher schon, dass der Rudi voll wie so ein Amtsmann war. Aber ja, er ist wieder. Einer geblockt worden. Nee, du hast nicht Maus. Könntest du mal bitte aufpassen? Doch, der ist geblockt worden. Oder? Der ist hier bei mir gar nicht mehr drin. Der war gar nicht hier mit drin. Ja, die Sperre hat er umgangen. Hast du ihn gesperrt komplett? Ja. Er hat die umgangen. Möglicher Nutzer, der die Sperre umgeht. Eingeschränkt. Nee, er wurde schon eingeschränkt. Das ist okay. Aber ist gut, jetzt hast du ihn geblockt, ne? Komplett. Ja. Das ist super. Na raus mit so einem Viehzeug. Hat hier drinnen nichts zu suchen. Thema. Wird ein bisschen aufpassen. Aber sein Stream halt, ne, und seine Regeln, die hat man sich so halten, ne. Wie gesagt, man muss es immer nicht mögen halt. Mögen nicht, akzeptieren ja. Ich hab wieder Kampf ausgelöst. Ah, der Typ wurde gerade gesperrt, schon automatisch vom wahrscheinlich von meinem Inkspot, weißt du? Hat er versucht zu umgehen, die Sperre wohl mit. Ja, ich weiß. Ich weiß. Bohrer, den lassen wir da mal drin. Oder wollen wir den mal hier? Wir lassen den mal hier. Der Erdbohrer. Da.
Ja. Warum? Was hat er denn gemacht? Oh nein. Natürlich nicht. Mann. Aber das mit den Bots, das, mal sehen, was sich da Twitch einfallen lässt. Kann natürlich, das kann natürlich auf Kosten wieder aller gehen, dass wieder Twitch sagt, ey, pass auf, mit den Bots ist das so schlimm, dass wir jetzt Authentifizierung oder sowas machen, weil haben wir dann wieder diesen Leuten halt immer sowas machen halt, ne? Das steckt ja nicht, einer muss es ja auslösen. Ich meine. So, pass mal auf. Goldrutentee. War auch nicht mehr. Müssen wir uns auch machen, ne? Das hilft uns gegen Scheißerei. Well, if you got money, I guess I can stand your smell. Listen up, jackass. You won't. Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Ja, war, hat er mich wieder beleidigt. Dieser kleine Tölpel. Ich tue ihm nichts und er beleidigt mich. So geht das ja schon mal gar nicht. So Freundchen, das geht.
Die 5er, die lassen wir tatsächlich erstmal. Wir schaffen die, aber das ist mir noch ein bisschen zu hoch, ne? Ich möchte gerne 6er Knüppel haben und das andere möchte ich auch alles ein bisschen aufwerten halt, ne? Damit wir tatsächlich gut überstehen halt. Also ein paar Punkte mal wieder vergeben halt. Machen wir mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob das nützt, ob wir hier mehr rauskommen. Werden wir nämlich gleich. Interessant, ne? Ich glaube, ich komme jetzt wie die Willen hier. Ah!
Ja, komm, komm mal raus. Guten. Man sieht ja nicht frisch. Ja, manchmal ist es. Hallo. Grüß dich. Hallo. Fein liegen bleiben, ne? Hört sich gut an, Vater. Hört man gerne zu, oder? IT ist ja auch so eine Computer-Software. Ist ja aber auch eine Berufsserie, die auch erst mehr oder weniger neu eingeführt wurde. Mit den Computern, glaube ich. Wusste nie so was IT so richtig. Wusste nur, das ist so ein bisschen was holt. Hat das genau war.
Ja. Den gleich durch hier. Den dicken Mono und dann war es eigentlich. Ja, diesmal habe ich mir gemerkt halt, ne, mit dem dicken hier, der hier kam. Bin ich in der Luft hier. Ist auch nicht, wann das passiert, wann er sich in der Luft. Das ist ein Kunde. Was spielt? Nö, das ist Star Trek. Wird gelesen. Oh, seht ihr? Da mal wieder. Haben noch. Noch nicht alle. Noch nicht alle. Über das Gebiet hier muss noch irgendwo was sein. Oh,
Okay. Dicker. Jetzt haben wir sie. Oh, jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht, wa? Hätte ich beinahe abgebrochen, den Scheiß. Hätte ich beinahe abgebrochen, ey. Gott sei Dank, dass das nicht passiert ist, mein Gott, ey. Meine Herren, du. Get lost. Congratulations. Here's your reward. Sucker. Wir nehmen den hier. Den haben wir nämlich noch nicht. Selber gemacht, oder? Wie? Ich übertreibe, weißt du? Immer gleich Wasser raus, ne? Damit. Thank you.
Heini. Da sieht man, wie viel wir haben. Was? Wir brauchen bloß noch das Wasser umwandeln. Übersaft oder sowas. Ui, besser bekommen. Ja, Patronenhülsen könnten wir eigentlich. Aber so langsam auf eine Pistole gehen. Wenn es so geht. Wir müssen mal ganz kurz was machen. Rüstung. Wir legen nämlich mal unsere Rüstung ab. Ja.
Damn, you smell like the dead. You better have money. Well, come to think of it, don't just stand there with your thumb up your ass. Get the job done. Letztes Mal hat sie. Oh, das ist ja nicht gut. Nicht gut. Hey, Reaktion. Ist ja auch stark, der Zoll. Der riecht ja doch schon. Riecht ja. Ganz, ganz. Kann ich. Mal zu, was dann?
So, wir gehen jetzt so. Bestimmt Hannes und Georg. Thank you.
Das war der letzte. Boah. Heftig, oder? Dich noch erinnern, wo ich angefangen habe, weil ich gestorben bin. Und jetzt rennt sie hier schon fünf Häuser, weißt du? Immer auf der Omme raus.
better buy. Wipe that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it.
So, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, in dem Sinne, haut rein, habt Spaß, man hört und stört sich, ne? Bye, bye.